Sehr geehrte Frau Präsidentin und liebe verbliebene Abgeordnete, es sind ja erstaunlich viele noch hier um die Uhrzeit. Und ich möchte an der Stelle auch preisgeben, dass Sie hier heute dieses Thema genießen dürfen, weil wir darauf bestanden haben, dass wir heute darüber diskutieren. Ja? Und ich finde es wichtig, dass wir über dieses Thema diskutieren, auch wenn wir es zu später Stunde tun, weil das Thema zu wichtig ist, um es zu Protokoll zu geben, nachdem wir schon die erste Lesung ohne Debatte geführt haben, ist es heute an der Zeit, über diese Marrakesch-Richtlinie hier zu reden. Und zur AfD möchte ich doch noch einen Satz verlieren in diesem Zusammenhang. Sie sind ja hier in den Bundestag eingezogen und haben gesagt, Sie bringen den anderen mal das Arbeiten bei und werden keine Debatten zu Protokoll geben, sondern diese führen. Und dass Sie ausgerechnet bei einer behindertenpolitischen Debatte sagen, die ist uns so unwichtig, dass sie zu Protokoll geht, das wirft schon ein Licht auf Sie, dass das bestätigt, was wir bisher immer vermutet haben. Denn Sie haben im Bereich der Behindertenpolitik sich bisher nur dadurch hervorgetan, dass Sie im Zweifel gezeigt haben, dass Sie auf dem Rücken von behinderten Menschen in diesem Land, Ihren üblen Rassismus austragen wollen. Und ich finde, das ist an dieser Stelle wichtig, das zu betonen. Und dann, liebe Regierungskoalition, liebe Union und liebe SPD, bei Ihnen wundert es mich nicht, dass Sie diese Debatte heute nicht führen wollten, denn das, was Sie hier vorgelegt haben als Umsetzung dieser Richtlinie, ist einfach Murks. Ja? Es bleibt hinter den Möglichkeiten der Marrakesch-Richtlinie und hinter dem, was wir von Ihnen erwartet hätten, weit zurück. Denn das Ziel dieser Richtlinie besteht doch ursprünglich darin, dass die Zugänglichkeit von Literatur, und das ist hier mehrfach wiederholt worden, verbessert wird für die Personengruppe von Sehbehinderten, von blinden Menschen und anderweitig lesebeeinträchtigten Menschen. Das tun Sie aber schlicht und ergreifend nicht. Und der Kronzeuge dieser These, die ich hier vortrage, ist, und das ist doch wirklich peinlich, der Beauftragte für die Belange behinderter Menschen dieser Bundesregierung. Das ist Herr Jürgen Dusel, der ihn immer wieder auf die Tagesordnung geschrieben hat, dass Sie doch mutig sein müssen, dass Sie diese Richtlinie vernünftig umsetzen sollten und dass die Art, wie Sie es tun, im Zweifelsfall noch zu Verschlechterungen führt gegenüber der Situation, die wir heute haben. Die Punkte sind ja benannt. Ja, die bürokratischen Hürden, die Sie einbauen, bei der Sachverständigenanhörung, da hat die AfD übrigens keinen Sachverständigen benannt und auch nicht durch gute Fragen geleuchtet, das will ich an der Stelle auch noch mal sagen. Die bürokratischen Hürden, ja, sind so hoch, dass die kleinen Bibliotheken darum fürchten, dass sie die Leistung noch erbringen können. Und auch bei der Vergütungsverpflichtung muss man einfach sagen, wir reden hier über, sagen wir Pi mal Daumen, 25.000 Euro im Jahr bei einem Gesamtvolumen von 300 Millionen der VG Wort. Das ist absolut lächerlich. Drei Oppositionsfraktionen haben hier Vorschläge eingebracht, wie man zu einer vernünftigen Regelung hätte kommen können. Ich habe mich auch über den Vorschlag der FDP gefreut. Und ich finde es schade und es nervt mich auch, dass wir selbst an so einer Stelle, wo es problemlos möglich wäre, eine menschenrechtskonforme Regelung zu finden, das schlicht und ergreifend nicht tun. Das ist einfach schlecht gemacht. Und auch wenn es spät ist, sollten wir heute darüber reden. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Frieser für die CDU-CSU-Fraktion.